Find the Legend mit Kickbase Guy Tobi durchgespielt. Let's go. Ich bin Kesse, Euli Ganzheider und ich mach's ganz kurz. Lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video gefällt und damit gehen wir ab in die Pyramide. Nice, und im Prolog wollte er schon die PS auf die Straße bekommen. Das Intro kommt tatsächlich heute von Apache. Die Sonne scheint, Handy klingelt, Tobi ruft dann. Ich bin high, Bruder, lass mal ein bisschen rumfahren. Ich bin zwar nicht high, aber ich habe heute einen Beifahrer bei mir. Deswegen sage ich, herzlich willkommen, Tobi. Was geht, beste Grüße an die Liga Insider Community. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Er ist ein absoluter Banger übrigens, das Apache-Lied. Geiler Song. Kann man auch pumpen. Hab's gerade auch nochmal angemacht, richtig nice. Ich kann dir sagen, ich freue mich jeden Montag auf dich, Tobi. Ich auch. Find's immer mega nice. Wir recorden ja für die Zuschauer immer am Montag und genau, ich schneide das dann und dann kommt das am Dienstag raus. Und mein Lieber, was soll ich dir sagen? Das Feedback war wieder gut, wir dürfen uns bedanken. Ich habe hier starkes Video, Kesem auch, einfach Legende, Kai1601, haha. Geht auf jeden Fall lieber raus an den Bro. Mega nice, Kai, my man, also big love an dich. Richtig cool. Und Kai liefert uns schon das Stichwort, Tobi. Legende, die gilt es heute für uns zu finden. Und das in unserer wunderschönen Formpyramide, wie du sie auch schon getauft hast. Und ich frage dich erstmal, wie geht's dir denn, Tobi? Mir geht's super. Ey, wenn der Goat an einem Wochenende trifft, dann kann es einem nur gut gehen. Also, meine Punkte waren zwar absolut desolat, aber das Tranchara-Tor hat mein Level an Happiness so hoch gehievt, das kannst du nicht vergleichen. Ist unmatched. Wenn der Goat so ein geiles Spiel hat und dann noch das Siegtor macht, besser geht's nicht. Von daher, mir geht's blenden, Kesse. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Hammer gut. Ja, wir haben uns da schon kurz drüber ausgetauscht, gerade im Prolog. Ich habe natürlich gefragt, wie viele Leute haben dir geschrieben. Aber das war schon ziemlich geil. Und es war natürlich auch ein wichtiges Tor. Er hat ja nicht irgendwie das 5-1 geknippt, sondern er hat die 3 Punkte besorgt für die Fohlen. Und ja, ganz spannend. Ich bin gespannt, wer heute die Punkte besorgt in der Punktepyramide. Und ich schaue mir das heute ganz genau an, Tobi. Denn ich fand das auch, für mich ist die Pyramide komplett offen. Also klar, danke, ein paar Puzzlestücke sind, glaube ich, klar. Aber ich bin auch gespannt, verrat du gerne mal, wie viel Wert legst du in deinen Ligen auf die Defense? Das würde mich auch noch interessieren. Oh, geile Frage. Also jetzt gerade, ich hab gerade so einen kleinen Mentality-Switch in meinem Manager-Dasein drin. Ich war ja immer jemand, der sehr scorerabhängig gemanagt hat und der das auch total enjoyed hat, auf Spieler zu gehen, die einfach dauerhaft irgendwie Scorer-Potenzial haben. Ja. Ich habe jetzt aber an dem Wochenende hier so auf die Schnauze bekommen, weil ich einfach keinen einzigen Scorer hatte und dementsprechend dann auch gefühlt 0,0 Rohpunkte bei rumgekommen sind. Auch dass ein Jauvelet dann einen Elfmeter verschießt, das spielt dann alles damit rein. Deswegen, bei mir gibt es einen kleinen Switch und ich habe jetzt irgendwie Bock auf konstante Verteidiger. Ich werde diesen Weg mal gehen. Ich habe mir zum Beispiel Marco Friedl mitgenommen. Ich habe mir einen Jauvelet mitgenommen und ich habe da einfach Bock drauf. Ich gehe jetzt deutlich mehr auf Verteidiger. Tabso war ich jetzt auch schon 2-3 Wochen im Team. Eigentlich war ich immer jemand, der mit so wenig Defensive wie möglich spielt, aber gerade in unserem Ligensystem habe ich gerade extrem viel Bock auf konstante, gute Punkte in der Verteidigung. Nice. Bin gespannt, wie sich das in deiner Pyramide heute widerspiegelt. Yes. Da gab es auch ein geiles Meme von dir auf Instagram. Unbedingt mal abchecken. @kickbaseguide mit 2 E und @kickbaseguide auf TikTok. Genau, yes, ganz normal geschrieben. Und da gab es ein nices Meme, wie du da auf der Bank sitzt und den Jubileo, deine Elfmeter-Hierarchie-Legende-Saga da nochmal abfeierst. Richtig gut. Soll nicht sein. Du trainierst irgendwie nicht so gut die Elfmeter, habe ich gesehen, ne? Das ist ein bisschen schwierig bei dir. Also kurz für den Kontext, ich habe die letzten 5 Elfmeterschützen in Kickbase bei mir haben 4 Stück verschossen. Der Einzige, der getroffen hat, war Xavi letztes Jahr. Und der hat auch zuerst verschossen, dann wurde der Elfer aber zurückgeholt, weil irgendwie ein Spieler zu früh reingelaufen ist oder so. Das ist wirklich absurd. Also ich habe da echt einen Fluch. Mensch, aber da hast du nochmal profitiert. Dann hat sie nochmal Mitleid mit dir, da haben sie gesagt, komm, dann für den Kickbase-Guide darf er nochmal ran. So sieht's aus. Nice, mein Lieber, wir starten wieder rein in die Pyramide. Wir reden heute wieder über die Game Changer und zwar mit dir, Tobi. Der Mann schnürt heute den Hattrick. Tobi, das dritte Mal da. Anders als Josko Guardiol nimmt er sich heute das Leder und verwandelt ihn im Game Changer Ranking. Und jetzt ist nochmal ganz wichtig. Wir reden heute natürlich über die spielentscheidenden Momente dieser Spieler, die sie im Schuh haben, aber auch über das Wichtigste. Und das war letztes Mal auch so ein bisschen hier. Da haben sich einige User haben uns in die Quere geschossen, mein Lieber. Haben viele RB-Fans haben sich geäußert. Es geht heute um das Momentum. Also wir reden über die Form, über die Superform. Wir reden über die Verteidiger, die beste Form mitbringen. Und das ist hier ganz wichtig nochmal im Intro zu sagen. Und das checke ich heute natürlich mit dir, Tobi, en Detail für die Position Abwehr.
Das heißt, wir sind heute bei IKEA unterwegs. Es gibt den ein oder anderen Abwehrschrank, den ein oder anderen Türsteher. Und was das heute aber besonders spannend macht, das hatten wir jetzt auch schon im Intro, den mobilen Schienenspieler, der natürlich für die Torvorlagen verantwortlich ist. Und das ranken wir alles mit den Keyplayern. Das sind die Schlüsselspieler des Teams. Wir haben Elite der Keyplayer gut, in richtig gut, Weltklasse. Die Stürmer bekommen Angst bei diesem Verteidiger. Und Legende, Magnet im Kopf, Magnet im Schuh. Oder vielleicht viele kleine Magnete überall. Auch in der breiten Brust oder überall. So sieht's aus. Und am Ende veredeln wir das nochmal mit unserem Mann pro Reihe. Ja. Geil. Und eine Sache, die ich noch sagen will, Tobi, ich feiere das mega doll, hier mit dir zu diskutieren. Denn in diesen Momenten entstehen hier wirklich die Rankings. Das habe ich mir letztes Mal direkt nach der Aufnahme nämlich aufgeschrieben. Und das hat sich auch bestätigt, nämlich am Wochenende. Du hast Marmoush nämlich, hast du interveniert und auf Weltklasse gepackt. Und wenn da der ein oder andere Manager irgendwie zwischen zwei Spielern war und Marmoush vielleicht einer von den beiden Spielern war, dann hast du ihm, glaube ich, da sehr geholfen. Deswegen ist das hier auch echt wichtig, dass wir hier mal gegenseitig intervenieren. Sehr, sehr gut. Genau, und hat es zurückgezahlt am Wochenende gegen Kiel. Aus dem Diskurs entstehen die besten Entscheidungen. Das ist einfach so. Letzten Endes alleine trifft man selten die besten Entscheidungen. Ich will auch noch einmal ganz kurz sagen, auch für die Zuhörer oder Zuschauer, wie auch immer, es geht hier wirklich, wie du eben auch gesagt hast, um Form. Also zum Beispiel in Openda letzte Woche. Wir wissen auch, dass es ein Top-3-Stürmer in der Bundesliga sein kann, aber er hat die Form einfach noch nicht mitgebracht bisher. Und genauso werden wir auch die Verteidiger bewerten. Also falls jetzt hier am Ende Spieler XY nicht dabei ist, dann liegt das daran, dass er vielleicht bisher noch nicht seine Saison spielt. Das heißt aber nicht, dass er nicht zu den besten Spielern in der Bundesliga gehört. Das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig zu Beginn zu sagen. Perfekt. So sieht's aus. Wollen wir reinstarten. Einen Point gebracht. Genau, ich habe dich noch mit Sprachmemo gestern Nacht im Ohr. Da wird der ein oder andere Hot-Take gedroppt und ich würde sagen, the stage is yours, Tobi. Hast du denn schon Hot-Take bei den Keyplayern? Wenn du sagen würdest, dass David Raum höher ist, dann ja. Ich habe David Raum nur in den Keyplayern mit drin. Das ist zum Beispiel so ein Spieler auch hier. Rein vom Potenzial gehört er vielleicht zu den besten Außenverteidigern in der Bundesliga, aber ich finde, bisher hat er das noch nicht so wirklich auf den Platz bekommen. Und deswegen ist es bei mir am Ende nur ein Spot in den Keyplayers geworden. Trotzdem absoluter Motor da auf der linken Seite bei RB. Der ackert da jedes Spiel 90 Minuten, rotiert auch nie raus. Geiler Mann, super wichtig fürs RB-System. Unglaublich gute Flankenqualität, hat man jetzt auch am Wochenende gesehen. Mhm. Aber für mehr als Keyplayer hat es bei mir nicht gereicht. Finde ich spannend. Ich habe ihn tatsächlich eins höher. Mhm. Aber ich habe auch viel abhängig gemacht vom letzten Spiel gegen Augsburg. Okay, fair. Da hat er mir nämlich richtig gut gefallen. Traumflanke, genau. Und hat seinem Namen auch alle Ehre gemacht. Er war nämlich auch im Strafraum beim Gegner. Und da nämlich zwischen 5-Meter-Raum und Strafraum, da war in der Heatmap nämlich sehr aktiv. Und da willst du so einen Spieler auch drin haben. Und ich habe mir nochmal die Torvorlagen auch angeguckt. Da ist er der zweitbeste Mann mit 7 Stück von allen Abwehrspielern. Und ansonsten kann ich das unterschreiben. Wie du sagst, ansonsten auch nicht super auffällig bisher. Von daher Raum, Keyplayer. Locked in. Nice. Okay, also schieben wir nicht hoch. Lassen wir nicht zur Debatte schieben offen. Schieben wir nicht hoch. Finde ich gut. Vielleicht hast du einen von meinen 5 höher. Da bin ich ganz gespannt. Mhm. Dann mach mal gern weiter. So, dann gehe ich mit dir. Ich weiß nicht, ob du viel feiern gehst, aber ich gehe mit dir. Ich weiß auf jeden Fall, du trinkst wenig Alkohol. Deswegen gehe ich auch 0,0 feiern. Ich gehe mit dir trotzdem auf den Kiez. Nüchtern. Mit dir würde ich gehen, Kessim. Okay, top. Wir sind bei Eric Smeed. Er kommt jetzt mit dem ersten Saisonsieg, also Momentum all over him. Gegen Freiburg 8 geklärte Bälle. 8, das ist richtig viel. Er ist der beste Zweikämpfer bei uns bei Liga Insider. Rein von der Zweikampfquote 85,7%. Also wenn der Typ in den Zweikampf geht, hat er eine sehr gute Positionierung und sehr gutes Timing. So auch gegen Freiburg, da 2 von 2. Klar, kleine Sample Size, aber er hat das super gemacht. Fliegt super gut zum Kopfball, 70% Luftkämpfe hat er da, Tackling-Quote gefällt mir auch und also wenn der nicht in der Pyramide ist, dann mache ich hier direkt das Video zu, deswegen Smeed ist mein Mann, Keyplayer und wehe, du hast den nicht drin. Gib dem Mann einen stabileren Körper und das ist ein Champions-League-Innenverteidiger in der Dreierkette, sage ich dir, wie es ist. Ich habe ihn sogar in Elite drin, ich finde den überragend. Oh, okay. Wenn der es schaffen würde, konstant fit zu sein, for real, der könnte Champions-League spielen. Ich meine es wirklich ernst, ich finde als ZIV jetzt auch gerade jetzt am Wochenende gegen Freiburg hat man das extrem gesehen. Der hat so einen Spielstil, den ich ganz, ganz selten bei zentralen Innenverteidigern gesehen habe. Der lässt sich normalerweise der ZIV jemand, der sich sehr weit nach hinten fallen lässt und dann so ein bisschen das Spiel nach außen auf die beiden äußeren Innenverteidiger lenkt. Smeed geht aber situativ aus der ZIV-Position ins Mittelfeld rein
und ist so gut am Ball, dass er dort dann die Bälle verteilt, sich im Druck lösen kann etc. So ein intelligenter, geiler Spieler. Und weil das noch nicht reicht, setzt er dann noch einen Freistoß an die Latte, weil er noch einen mega feinen Fuß hat. Ich find's mir Erik Smit so geil und ich habe ihn sogar bei Elite am Ende mit drin. Überragender Spieler. Richtig nice. Ja, gibt schon so ein bisschen Lucio-Vibes, ne? Dass der mal mit nach vorne geht. Das hat er in der zweiten Liga auch schon immer mega geil gemacht. Ich lasse es offen. Können wir noch offen lassen, wenn du willst. Es wird glaube ich, noch vieles kommen. Wir müssen das, glaube ich, am Ende fertig diskutieren, sozusagen. Ich habe ihn mal eingekreist und eingeklammert. Mhm. Und du machst weiter mit Spieler Nummer 3, Keyplayer. Yes. Bei mir jemand, der jetzt am Wochenende oder jetzt gestern auf einer neuen Position absolut glänzen konnte. Beim 4-3-Comeback von Werder Bremen gegen die TSG Hoffenheim. Ich habe Mitch Weiser auch nur den Keyplayer mit drin, weil er mir einfach auf 5 Spiele verteilt auch noch nicht die Konstanz gebracht hat. Wir wollen ja auch einfach dieses Momentum bewerten, um ihn irgendwie höher einzuranken hier. Macht er eigentlich nichts verkehrt, macht einen geilen Job, aber um nochmal höher meiner Pyramide am Ende zu kommen, brauche ich noch ein bisschen mehr Scorer, wie er es auch letztes Jahr gezeigt hat, und ein bisschen mehr Konstanz. Und dementsprechend bei mir in den Keyplayern Mitch Weiser mit dabei. Ich habe ihn gar nicht drin. Okay, fair. Finde ich fair, ehrlich. Das kann eine wilde Folge werden. Total. Ich packe auch den in Klammern. Wir müssen erst viel diskutieren und dann müssen wir am Ende einsortieren. Deswegen finde ich so gut. Okay, ich mache jetzt einen. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass wir den beide in Keyplayer packen. Und das ist Diogo Leite. Und ich brauchte einen von der besten Defensive der Liga. Das ist Union Berlin, aktuell mit 2 Gegentreffern. Schüsse aufs Tor, da ist er top, da gibt er mir 1 pro Spiel, das finde ich richtig gut. Zweikampfquote 63%, Balleroberung, abgefangene Bälle, Blocks, ist er alles so Top 20, finde ich richtig gut. Und ich habe nochmal im Tool auch nachgeguckt, tatsächlich die zweitmeisten erfolgreichen Defensivaktionen mit 66. Deswegen, Portugiese, Keyplayer, Diogo, let's go go. Ist er dabei, Keyplayer. Diogo Letzter Gogo. Das wäre ein geiler Podcast-Titel. Muss ich mir mal notieren. So, oder? Nice. Kessler, das wird heute vogelwild. Ich habe ihn bei Elite. Oh, ich finde, Diogo Leite ist für mich mit einer der stabilsten Innenverteidiger bisher in der Bundesliga. Was der bei Union macht. Ja. Und du hast jetzt gestern auch vorgestern gegen Gladbach gesehen, die spielen so einen katastrophalen Union-Ball schon wieder. Aber der sticht da so dermaßen raus, weil er gefühlt der Einzige ist, der aus dieser Defensive versucht, auch progressiv irgendetwas zu machen. Ganz feiner Fuß, sehr hohe Passqualität, schiebt auch gerne nach vorne, gut in Dribblings dieses Jahr, weil ich vorher auch nicht von ihm gesehen habe. Du sagst auch schon, ein Schuss pro Spiel. Also von dieser, er hat so ein bisschen die Danilo Döki-Rolle übernommen, was die Gefährlichkeit aus der Innenverteidigung bei Union angeht. Der macht für mich einfach 100%. Einen Bombenjob und deswegen ist er bei mir am Ende in der Elite gelandet. 100%. Ich glaube, Döki auch mal früher ausgewechselt und er ist wirklich der feste Spieler da gerade, oder? Total. Das ist auch so mein Gefühl. Weißt du was? Er ist der Mann. Ich drücke hier den Knopf. Warte, ich mach's hier mal Slow-Mo. So, da ist er. Elite eingeloggt. Mit Leite, weil den will ich auch da sehen. Da hätte ich später nochmal diskutiert. Das ist so ein Mamouche-Call. Der macht das so geil. Und jetzt habe ich, das hat sich Sponti gerade entwickelt: Elite. Da haben wir ihn wieder. Das Wortspiel. Deswegen passt er auch vom Namen. Er hat das Elite quasi auch schon in seinem Namen irgendwie mit drin. Nice. Richtig gut. Du musst sein E einfach nur 1 nach vorne setzen. Dann hat er Elite. Das ist ja Wahnsinn eigentlich, ne? Easy, oder? Wie witzig. Sehr gut. Ist eingeloggt. Nehmen wir. Ja, sehr perfekt. So, mach ich auch mal ein Häkchen dran hier. Ich habe hier noch ein paar. Und ich habe auch einen Big Man. Ein Papa. Aber für mich ist er noch nicht der Papa in den Stats. Und das ist Upamecano. 450 Pässe ist die Passmaschine. Nach Minjay hat er die zweitmeisten angebracht, da der zweitbeste Aufbauspieler. Profitiert sehr vom Company-Style. Jetzt habe ich mir aber mal die Daten angeguckt, Tobi. Zweikampf ist er nur die 43 der Liga. Luftkampf nur die 46. Abgefangene Bälle bringt er mir noch einen Top-20-Wert mit. Blocks hat er erst 1 overall. Upamecano ist bei mir nur ein Keyplayer. Bin gespannt, was du sagst. Ich sag Upamecano und hab ihn in Weltklasse mit drin, Kessim. Ah, da hatte ich ihn zuerst, aber da habe ich mir die Sets angeguckt und dann habe ich gedacht, check ich, aber Bayern wurde nicht gechallenged, Bro. Das Einzige, was Upamecano dies ja bisher machen wollte, ist ab und zu mal einen Ball ablaufen, aber größtenteils einfach in diesem Aufbausystem von Company Bälle verteilen. Und ich finde, er hat noch keinen Fuß falsch gesetzt dieses Jahr. Für mich gehört er als konstanter Faktor in dieser Innenverteidigung sinngemäß für den Aufbau, den Bayern spielt und die Konstanz, die Bayern im Spielaufbau reinbekommt,
der muss für mich weiter oben mit rein. Ob er am Ende in Weltklasse reinkommt, weiß ich nicht. Aber ich habe mir das auch angesehen, sein Stats-Profile. Und ich glaube, bei den ganzen Defensiv-Stats ist ja eh ein Phänomen bei guten Mannschaften. Ich meine, die Leverkusener Innenverteidiger hatten letztes Jahr auch Katastrophen-Stats, was Bodenzweikämpfe angeht, weil die einfach nie Bodenzweikämpfe haben, weil sie gefühlt immer 80-85% Ballbesitz haben. Tar tendenziell auch eher über Luftzweikämpfe dann reingekommen. Aber gerade die äußeren Innenverteidiger bei Leverkusen waren ja auch statsmäßig in der Defensive letztes Jahr nie wirklich gut. Wie gesagt, liegt auch viel daran, dass sie eben wenig gefordert werden. Und ich finde, Upamecano mit Ball ist wieder der alte Upamecano. Auch wenn es vielleicht jetzt in den Fantasy-Managern punktemäßig noch nicht so überkrass ist. Ich finde, der macht das super konstant. Und gehört für mich, wie gesagt, bei der besten Mannschaft in der Bundesliga, der beste Innenverteidiger, muss für mich auch weiter oben mit rein. Ich mach mal. Wir können ihn auch noch Fragezeichen. Offen lassen. Ich bin offen da. Ich habe ihn jetzt bei Elite hier mal so reingeschrieben in meinem Paper. Aber auch mit einem Fragezeichen. Vielleicht können wir uns da einigen. Wir haben jetzt. Das muss ich selber einmal gucken. Wir haben jetzt erstmal Raum ist eingeloggt. Genau. Lage bei Elite auch. Und Upamecano haben wir jetzt bei Elite. Haben wir jetzt auch mal übergangsweise bei Elite. So sieht's aus. Smeed haben wir noch offen. Und Weiser ist auch noch offen für Keyplayer. Smeed hast du einen drüber gelockt. Ich bin jetzt erstmal gespannt auf deinen nächsten Keyplayer. Vielleicht haben wir ja noch einen. Dann gehe ich mal zur Eintracht aus Frankfurt. Von einem von zwei, die ich noch in Keyplayern drin habe. Frankfurt für mich auch bisher einen Bombeneindruck gemacht. Ich nehme jetzt mal Theat. Ich kann im selben Anzug auch Koch nehmen. Sind für mich einfach beides Spieler, die bisher einen sehr, sehr geilen Eindruck bei der Eintracht machen. Ich finde auch, dass die Eintracht defensiv alles dafür bisher gegeben hat, dort generell gute Zahlen zu stellen. Aber beide sind für mich jetzt noch nicht so überragend, dass sie für mich wirklich Elite-Player sind. Aber Key-Player sind sie auf jeden Fall. Und deswegen habe ich sowohl Koch als auch Theat in den Key-Player mit drin. Beide? Beide. Okay, du hast gesagt, nicht so überragend. Da schließe ich mich an. Ich habe die beide nicht drin. Alter Kessim, dann wird's vogelwild. Dann weiß ich gar nicht mehr, was jetzt hier noch passiert. Ja. Ich habe halt auch die Schienenspieler mit drin, ne? Das ist halt. Ich finde, die machen auch beide einen guten Job, aber sind für mich von diesem Game-Changer-Profil, habe ich andere höher gerankt. Ich bin super gespannt, ehrlich. Super gespannt. Ich habe die beide mal aufgeschrieben. Du hast die beide bei Keyplayer drin. Ja. Also zwei Spots. Okay. Nice. Ich werde hier nochmal das Mikro nochmal gerade rücken. So. Ich hab auch einen Spieler und da weiß ich wahrscheinlich, dass du den nicht hast. Ich sag ihn trotzdem. Das ist Castello aktuell von RB Leipzig. Er macht einen super Job. Und zwar musste er auch Willi Orban vertreten. Passquote 91%, Platz 15 da. Eine Top-Zweikampfquote 60%, Luftkämpfe 66%. Beides Top 30 Stats. Und der Junge, das ist ein junger Franzose, der ist auch erst 21. Und ich finde schon, dass der RB auch super carried da. Wenig Gegentore auch RB Leipzig generell. Und deswegen habe ich Castello als Key Player. War für mich ein 50-50 Duell zwischen ihm und Mitch Weiser. Und ich habe mich dann für Mitch Weiser entschieden. Okay. Weil ich habe dann wir suchen ja quasi den Spieler, der die Mannschaft nochmal auf ein anderes Level hebt. Und da fand ich Weiser einfach mit einem größeren Impact als Lükeba. Aber Lükeba ist ein unfassbar geiler, konstanter Spieler. Also ich check das komplett. Hammer. Er war für mich einfach ein 50-50-Duell. Können wir aber auch von mir aus Lükeba nehmen. Fürs Erste. Okay, dann. Aber ich finde das valide, was du gerade sagst mit dem Game-Changer-Potenzial, dass Weiser nochmal eher ein Difference-Maker ist als Castello. Ich würde ihn eher für einen Theater-Koch für einen von den beiden kicken? Oder sind das für dich Safe Spots? Also ich finde, die Eintracht ist ja defensiv so stark. Also ich habe die beiden Eintracht-Spiele hätte ich sogar über Mitch Weiser und auch über Lükeba. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir doch Weiser raus dann. Ich habe ihn aber halt auch gar nicht mit drin gehabt. Okay, fair, dann macht Sinn. Dann machen wir Lükeba auf Keyplayer, zusammen schon mal mit Raum. Und wir haben hier noch Theater Koch. Hast du noch einen oder müssen wir uns jetzt. Nee, ich muss doch Weiser da irgendwie reinbekommen. Wen würdest du eher rausschmeißen, Koch oder Theat? Wer hat für dich bisher den besseren Eindruck gemacht? Ich finde beide super stark. Ich finde die auch beide gut. Ja, wenn du die halt beide nicht drin hast und Weiser, dann hat der doch eher dieses Gamechanger-Potenzial. Wir müssen Weiser für einen von beiden auf jeden Fall reinbekommen. Weiser ist schon ein wichtiger Impulsgeber. Ich finde Theat nochmal krasser als Koch. Oder Theat. Ja. Sehe ich nur geklärte Bälle, sehe ich ihn richtig gut. Und ansonsten ist er rein stat-wise, ist er für mich kein Keyplayer. Aber er ist natürlich ein starker Neuzugang. Also ist wahrscheinlich auch einer der besten Neuzugänge, die wir haben in der
Defensivreihe der Bundesligisten. Ja, Koch, hat er nicht gestern auch einen Elfmeter verschuldet? Ja. Dann bin ich sogar eher bei Theate. Okay, let's Wie go. Spricht man denn eigentlich? Theate, einfach Deutsch aussprechen. Theatermann, gut. Gut, dann würde ich ins Theater gehen mit dir. Yes, sir, da sehe ich mich. Passt auch. Okay, da sehe ich dich nämlich auch mit mir. Und dann sagen wir, er ist noch logged in für Keyplayer. Mhm. Und dann haben wir, ich gehe es nochmal durch. Ja. Raum. Ja. Wir haben Weiser. Ja. Yeah. Wir haben Lükeber. Yes. Theater. Yes. Das sind die vier, die schon mal locked sind. Und dann sind wir noch offen, glaube ich. Das sind die vier locked und einen haben wir offen. Und wer, ich hatte Smeet gebracht, den wolltest du vielleicht sogar eins höher haben. Ja. Wollen wir Smeet? Ich, ja, das Ding ist, bei Smeet, ich sehe da wirklich Zweikampfmonster. Ich sehe dieses mobile. Sollen wir ihn bei Keyplayer belassen und dann gucken? Wir können immer noch nachträglich schauen, aber ich würde ihn erstmal bei Keyplayer einloggen. Ich finde, er hat Elite verdient. Ich weiß halt nicht, was du noch droppst. Vielleicht hast du auch irgendeinen Schienenspieler auf dem Zettel, den ich jetzt so bei der Recherche gar nicht auf dem Zettel hatte. Ja, ich kann mal noch kurz sagen, wer mein letzter Keyplayer gewesen wäre. Bitte, machen wir, ich hab wir nämlich, drehen es erstmal so. Mhm. Genau, ich habe nämlich Sebastian Bourneau vom VfL Wolfsburg noch mit dem Gepäck. Zwei Tore gemacht, bisher einen guten Eindruck und für mich auch, ich hätte es vor der Saison niemals gedacht, der wurde vor der Saison so als Abwehrchef gecallt. Ich habe immer gesagt, das ist für mich ein sehr solider Spieler für unter 10 Millionen. Aber der ist ja wirklich der neue John Anthony Brooks. Der liefert da eine Kompaktheit rein und ich finde, er macht das so geil beim VfL. Und bringt da extrem viel Sicherheit, ist sehr sicher in den Zweikämpfen. Dann, wie gesagt, zwei Tore, was absolut key ist. Dementsprechend für mich Bourneau war der letzte, den ich in Keyplayer noch mit drin hatte. Fühle ich gar nichts. Fühle ich nichts. Ich kann dir noch sagen, wen ich noch habe. Jetzt ist der Vogel wild, weil du den höher hast. Ich lasse mal Bourneau antreten gegen Willi Orban. Ist Zweikampf-Beast, hat bisher aber nur drei Spiele gemacht. Wir müssen die rote Karte leider auch noch irgendwie im Blick behalten. Jo. Zweikampfquote ist aber direkt voll drin. Knapp 70%, da ligaweit auch die 8 Luftkämpfe top. 71%, Tackling 66%. Das sind alles Top 20 Stats, auch in den Blocks. Also er gibt dir quasi alles, steht auch sehr hoch in der Heatmap. Presst das Spiel schön nach vorne. Deswegen habe ich ihn auch als Key Player. Das passt, finde ich, auch bei ihm. Willi Orban. Ich hab ihn gar nicht mit drin, weil er einfach zwei Spiele gefehlt hat. Aber nur deswegen. Also Willi Orban ist ein super Spieler, aber weil er einfach zwei Spiele nicht da war, habe ich gedacht, für so eine Form. Aber gerade deswegen finde ich ja die Quoten so nice bei ihm, dass er direkt, obwohl er diese beiden Spiele pausiert hat, okay, pass ist auf, er direkt komm, da. Pack mal rein. Nice. Dann muss Smeet aber einen hoch. Orban und Smeet geht einen hoch. Yes. Habe ich schon so direkt gemacht. Okay, perfekt. Top. Dann haben wir, unser Keyplayer sind locked and loaded, wie Jakob sagen würde. Und dann haben wir Leite und Smeet auf jeden Fall schon mal auf Elite. Alright. Yes. Und du darfst gerne weitermachen. Upa ist hier noch mit dem Fragezeichen. Jawohl. Du hast ihn ja bei Weltklasse. Mhm. Ich höre mir, lass uns einfach ein bisschen weitergehen. Hau mal den nächsten raus. Okay, ich habe echt das Gefühl, wir gehen jetzt so dermaßen weit auseinander. Ich habe noch einen Frankfurter im Gepäck und den habe ich sogar bei Elite eingerankt mit Tuta. Was absolut weird ist, weil der vor der Saison wurde der nur mit Abgängen gehandelt. Der hat gar keine Rolle so richtig in der Planung gespielt. Jetzt ist er aber voll da und ist für mich auch so der Leading Man in dieser Frankfurter Verteidigung. Spielt einfach eine geile Saison bisher, macht einen super konstanten, guten Eindruck und deswegen für mich sogar in Elite am Ende mit drin. Da kann ich dir eins sagen. Da habe ich mir sogar noch vor der Folge aufgeschrieben: Hot Take Tuta. Mir geschrieben, Tuta ist super, der ist überall top. Also geklärte Bälle, Platz 7, Zweikampfquote, 60%, der bringt alles mit, Balleroberung, Blocks, der hat alles. Tor in Kiel, da hat er sich ja noch so geil gedreht, irgendwie war ihm, glaube ich, selber schwindelig wert von seinen ganzen Fantasy-Punkten. Passquote ist er Platz 12, fast 92% angebracht. Habe ich mir im Tool nochmal angeguckt, erfolgreiche Defensivaktion, da hat er die drittmeisten aller Bundesligisten. Deswegen habe ich ihn sogar eins höher. Auf Weltklasse. Wer? Könnte nochmal hier ein heißer Kampf werden. Ich pack ihn mal Elite mit Fragezeichen, genau wie Upamecano. Mhm. Und dann können wir gleich nochmal gucken, wen wir da einloggen. Wir haben Leite und Smeet auf jeden Fall schon mal drin. Yes. Nice. Ich würde den sagen, dass du den da auch hast. Ich würde es mal so weitermachen, dass wir hier vielleicht mal so einen Stich reinbekommen. Auch wenn das einen User gestört hat. Und das ist Türsteher. Jeff Chabot, der kommt einfach vom Absteiger Köln, einfach auch diese Storyline, ne, und zaubert dann im Santiago Bernabeu auf. Also ich liebe auch diese Geschichten, ne. Passquote 87%, dann hat er eine Zweikampfquote, die ist Weltklasse-Stat, da ist er Platz 3, 73%.
Luftkämpfe ist er die 11 mit 78%. Das sind super Werte, die er mitbringt. Auch Tacklings, geklärte Bälle. Ist für mich Schüsse aufs Tor sogar auch noch ein. Und Block hat er auch nur ein. Also da ist er eher nicht so stark. Ich hatte ihn eigentlich bei den Keyplayern vorher gerankt, aber aufgrund der Stats habe ich ihn noch mal eins höher gepackt auf Elite. Jeff the Chef, wo hast du ihn? Ich habe Jeff the Chef sogar in Weltklasse, Kessim. Ich finde, der spielt einfach eine unglaublich konstante Saison. Ich hätte es ihm auch niemals diesen Step zugetraut. Aber ich finde, der macht das so geil beim VfB. Der ist da mit Abstand der konstanteste Innenverteidiger, auch vom Eye-Test her. Der ist in jedem Spiel, der ist so klar in seinen Aktionen. Passqualität ist super. Zweikampfführung ist wirklich überragend. Also der hat wirklich so eine geile, cleane Zweikampfführung und hat sich da nahtlos eingefügt. Und auch wenn der VfB bisher noch nicht die Sterne vom Himmel-Spiel-Saison spielt, finde ich trotzdem, dass sie mit Chabot dann wirklich einen absoluten Leader gefunden haben in der Verteidigung und der für mich sinngemäß einfach für diesen Erfolg bisher steht, in Anführungszeichen. Gerade jetzt in den Spielen gegen den BVB und gegen im Bernabeu gegen Real Madrid, da fand ich ihn auch überkrass. Also ist debattierbar. Ich habe ihn aber am Ende sogar in Weltklasse drin, weil das war für mich ähnlich wie bei Upamecano. Ich finde einfach beide so dermaßen konstant in zwei sehr guten Mannschaften. Und deswegen war er für mich bei auch in Weltklasse am Ende mit drin. Aber ist debattierbar, wie gesagt. Können wir gleich nochmal schauen. Okay. Habe ich auch in Klammern gepackt. Ich höre mir gerne deinen nächsten an. Wen habe ich noch bei Elite übrig? Ich habe noch Rafa Guerrero im Gepäck. Den habe ich in Elite reingepackt. Spielt auch, also ähnlich wie bei Upamecano, in der besten Mannschaft bisher in der Bundesliga. Super gut in den Spielaufbau mit einbezogen. Super geil im Interplay. Macht da einen geilen Job. Ist halt nochmal ein bisschen wichtiger fürs Spielsystem als Upamecano, beziehungsweise hat er bisher den besseren Impact. Ich finde aber trotzdem, Upamecano war ein bisschen stabiler und hat mehr gespielt. Upa hat ja jedes einzelne Spiel gemacht. Rafa saß ja auch das ein oder andere Mal nur auf der Bank. Und deswegen hat es beim Rafa bei mir nur für Elite gereicht. Aber spielt bisher eine Bombensaison auch. Ich würde sagen, hands down. Ich habe den gar nicht drin. Was? Ja, ich finde andere besser, Tobi, was soll ich dir sagen? Es kann wirklich sein, dass du ein Spieler in Weltklasse hast, den ich nicht mal in der Liste habe. Also es wird gleich wirklich vogelwild, was hier passiert. Wahrscheinlich. Okay, ich pack Guerrero, auch wenn ich den leider gar nicht fühle. Nee, lass mal offen. Ich will ihn klammern. Wir müssen am Ende diskutieren. Ich habe die Klammer schon reingepackt. Sehr gut. Und ein Fragezeichen, ein fettes, steht auch mit drin. Gut, wir sind hier noch bei Elite. Wir haben Leite und Smeed eingeloggt und wir haben hier vier Open Players. Okay, ich gehe. Hab ich hier schon alle genannt? Nee, ich habe hier noch einige. Ganz kurz, wenn du Bock hast, Chabot runterziehen. Da bin ich gerade mental gut mit gesettelt und ziehen Tuta dafür einen nach oben. Das gefällt mir ein bisschen besser als meine ursprüngliche Reihenfolge. Weil dann haben wir nämlich schon mal drei gelockt. Genau. Okay, das ist für mich fein. Dann haben wir Tuta auf Weltklasse. Da habe ich ihn nicht ursprünglich auch gepackt. Genau. Und das passt für mich. Und Chabot. Chabot ist schon mal unser dritter Mann hier. Yes. Und dann bräuchten wir noch einen. Und dann fällt hier. Ja, da müssen wir gucken. Nach oben ziehen oder. Ich habe noch Waldemar Anton. Den hast du gar nicht drin, ne? Nee. Der ist bei den Pässen, ist er Platz 9. Spielt er einen sehr cleanen Pass. Zweikämpfe, Blocks ist er Top 20. Geklärte Bälle ist er. Hat er 4 im Schnitt, Platz 30, finde ich auch super. Tackling hat er eine super Quote mit 70%. Und Anton macht für mich gerade den nächsten Schritt, hat aber zum Beispiel, was ich dir auch gebe, er ist nicht mehr Mr. Spielaufbau. Das war letzte Saison, hat er die zweitmeisten Pässe gespielt bei den eigenen 60 Metern. Und da ist er aktuell nur Platz 8 bei den Completed Passes in den eigenen 60 Metern. Von daher habe ich Anton noch mit drin als wichtiger Part der Dortmunder im Spielaufbau. Fühle ich. Ich kann aber sagen, und da ich glaube, da wirst du noch einen haben, ich habe keinen einzigen Dortmunder Innenverteidiger hier mit drin. Für mich hat Dortmund bisher in der Innenverteidigung im ersten Spiel sahen die ja wirklich aus wie, keine Ahnung, Prime Barca. Ich dachte es wirklich, Alter, was passiert hier gerade? Was formieren die da für eine kranke Dreierkette? Im zweiten Spiel gegen Bremen sah es dann wirklich sahen alle drei nicht gut aus. Anton stach da so ein bisschen raus. Anton ist für mich auch bisher der stabilste von den genannten. Es hat bei mir aber nicht für die Liste gereicht, weil er schwimmt halt so ein bisschen mit. Aber ich dachte am Anfang, der kann wirklich ein absoluter Leader werden und diese Dortmunder Verteidigung auch in der Kompaktheit nochmal auf ein anderes Level heben, so wie es Hummels letztes Jahr das ein oder andere Mal tun konnte. Keine Ahnung, für mich hat er seitdem nicht mehr so wirklich überragende Leistungen gezeigt. Er ist solide, er ist stabil, aber er sticht für mich überhaupt nicht raus. Und ich weiß nicht, deswegen hat er es bei mir am Ende gar nicht in die Liste hier reingepackt. Ist fair. Wir kicken ihn mal raus, komplett.
Wir machen auch hier in Klammern. Ich will das am Ende. Wir müssen einmal dann über alles reden, was noch übrig ist und müssen das sinnvoll einsortieren. Okay, nice. Find, ist fair, fair point. Yes. Top, dann... Du hast, hast du schon alle genannt? Ich bin in Elite durch. Ich hatte ursprünglich da Diogo Lage, Tuta, Rafa und Smeed. Das waren meine vier Elite-Spieler. Genau, wir haben ja Late, Tut und schon getroffen, Smeed, Chabot haben wir ja schon drei Treffer gemacht. Ja. Genau. Ich würde sagen, wir kicken Anton jetzt raus. Ist auch valide, was du gerade gesagt hast. Dann habe ich hier noch stehen, ich habe Tuta, haben wir auch schon auf Weltklasse gepackt. Mhm. Dann hätten wir jetzt hier noch Upa und Guerrero. Yes. Und Upa hast du ja auf Weltklasse. Habe ich sogar auf Weltklasse, ja. Weil er einfach jedes Spiel gemacht hat. Das war für mich der einzige ausschlaggebende Punkt, warum ich ihn über Rafa gesetzt habe. Weil ich trotzdem finde, wenn wir auch dieses Game-Changer-Potenzial betrachten, ist Rafa noch mal krasser. Auch was der in der Champions League gemacht hat, ist überkrass. Aber er hat halt nicht jedes Spiel gemacht. Und deswegen habe ich mich für Upa entschieden, weil er einfach keinen einzigen Fehler bisher gemacht hat. Und das super solide spielt in der besten Mannschaft. Ich frage mich, wen du dann noch da hast. Das ist für mich wirklich, das ist ein Fragezeichen. Ich hab nur also noch zwei Spieler übrig quasi. Das ist Wahnsinn. Also wir lassen mal den, wir lassen ja, das, ja, wir mal, lassen das offen. Mal komplett offen. Wir lassen den einen Spot offen, weil ich bin jetzt heiß drauf und ich will jetzt was hier wissen von dir. Ja. Okay, ich nenne meinen zweiten Mann auf Weltklasse nach Tuta. Ja. Ich nenne ihn dir jetzt, okay? Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, schnall dich schon mal an. Okay, das ist für mich Minjae Kim. Er ist nämlich Mr. Spielaufbau, meisten Pässe gespielt, der Bundesliga, 471, meisten Kopfballduelle gewonnen mit 27, Zweikampfquote ist er Platz 15 und abgefangene Bälle, fast 2 im Schnitt. Also wenn du Minjae Kim hier nicht in der Pyramide hast, dann kannst du bitte ins Saarland dich, keine Ahnung, da in den letzten Keller verdrücken, also weiß ich nicht. Minjae Kim ist nicht Teil meiner Pyramide. Also wo willst du heute noch hingehen? Willst du noch auf die Sonnenbank dich legen und dich Kim war im ersten Spiel, drüber oder was? Kim war im ersten Spiel katastrophal gegen den VfL Wolfsburg. Ja, wirklich okay. Desolat. Der startet schon mal eine Saison bei mir bei minus 30%. Seitdem hat er sich extrem hochgearbeitet, macht da auch einen guten 100%. Job. Ich finde aber trotzdem, Kim ist kein Gamechanger. Ich finde, Kim ist einfach, der ist mir zu unsicher. Der zeigt jetzt gerade, das, was du sagst, dieses rein Statistische, gebe ich dir voll recht, der zeigt jetzt gerade wieder, was er für ein unglaublicher Spieler ist. Der war nicht ohne Grund Defensive Player of the Year bei Napoli damals. Aber er hat bei Bayern, finde ich, außer letztes Jahr, in der ersten Saisonhälfte, ungefähr in der Mitte, hat er so eine Phase, wo der unglaublich konstant war. Begeistert hat er mich bisher noch nicht. Und er ist für mich halt einfach kein Gamechanger. Mein Hot Take ist, stellt der Erik Dyer rein, die macht denselben Job. Sorry, ich entferne mich aus dem Video. Ich gehe wirklich aus dem Video. Wenn du den nicht drin hast, dann geh. Und ganz kurz, raus. Bevor jetzt die Leute das mit Mistgabeln. Warte, bevor die Leute jetzt mit Mistgabeln in die Kommentare gehen. Ich bin kein Typ, der auf Krampf Hot Takes setzt. Das ist wirklich meine ehrliche Meinung. Also Minjae muss hier rein, sorry. Meisterverduelle gewonnen. Der kommt aber für mich niemals in Weltklasse Südkorea, rein. Der köpft ganz Südkorea gerade irgendwie da zum WM-Titel. Also meisten Pässe gespielt. Der super, super solide, auch da dicht gemacht gegen Boniface am Wochenende. Ich weiß, der hat Boniface verteidigt. So, was soll ich dir denn? Ich habe alle Spieltage gewertet. Ich fand den am Anfang trash, Mann. Der war in den letzten Spieltagen war der wirklich gut, aber der war am Anfang kacke, Bro. Aber nicht gar nicht in die Pyramide zu ballern. Ja, das ist falsch. Was ist denn da los recht. Mit? Nein. Für mich war einfach in meinem Kopf so, okay, der hat einen katastrophalen Saisonstart gehabt, dann gehört er für mich hier nicht rein. Aber ich gebe dir recht, das Momentum startet ja bei ihm sautief und spiked dann wirklich raketenmäßig nach oben. Deswegen, der muss hier auf jeden Fall mit rein, gebe ich dir recht. Okay, gut. Aber auf keinen Fall Weltklasse. Also da, nee. Okay, dann gebe ich dir das, weil natürlich auch Fehler vor Gegentor dürfen wir nicht vergessen. Von daher, dann ist er unser vierter eingeloggter Minjae Elite-Mann. Okay, fair. Können wir machen. Da bin ich cool mit. Okay. Der Ninja Minja. Gut, dann ist er da. Okay, und dann ist er unser vierter Mann. Und dann hast du Upa Mekano. Würde ich dann eins höher ranken? Dann ist er schon mal der zweite in Weltklasse, wenn das für dich okay ist. Und dann würde ich Guerrero, weil der auch nicht alle Spiele gemacht hat, weil er für mich jetzt auch kein heftiger Difference-Maker ist in dem Bayern-Konstrukt. Nee, da müssen Davis wir, wir Theat rausschmeißen. Ich will Rafa hier drin haben. Na gut, dann geht der Theatermann raus. Ja. Oben. Und viel dann Spaß beim Editieren, Guerrero. Bro. Ja. Danke. Fährt halt wieder lustige 4 Stunden für mich. Ne? Ich freue mich drauf. Gibt's eine Spielereinblendung weniger ohne Soundeffekt. Perfekt. Gut, super. Dann haben wir, okay, Theater haben wir jetzt bei Elite, jetzt komme ich hier völlig durch. Theater ist raus. Also bei Keyplayer.
Ach, Theater ist komplett. Theater ist raus, und ja, dafür kommt Rafa. Habe ich auch schon rein durchgesprochen. Ich weiß gerade gar nicht, was bei mir gerade. Ja. Synapsen, tanzen Tango. Wir haben Guerrero auf jeden Fall jetzt Keyplayer. Yes. Was? Bin ich happy mit. Ist für mich okay. Da bin ich fein mit. Okay, dann super. Dann hoffe ich, dass das hier alles noch halbwegs passt. Sehr gut. So, und dann haben wir Tuta und Upa haben wir auf Weltklasse. Mhm. Okay, und jetzt, dann jetzt fehlen noch zwei war, Spiele, ne? Kim war das Dorn im Auge. Noch, jetzt haben wir dasselbe ja, Ende. Ja, Kim ja war das Einzige, was hier alles so ein bisschen durcheinander geworfen hat. Nice. Du sagst das safe Ende. Da habe ich mich aber sehr, sehr schwer getan, wer ich auch die Legende wert. Und ja. Weil wir haben einmal den Offensivboss und wir haben den Defensivboss. Und da bin ich jetzt gespannt, wen wir wo haben. Ich würde anfangen mit... Oh, wait. Mit Jonathan. Oh, mit wait. Das wird doch nicht okay dasselbe. Was ist jetzt schon wieder los? Mach mal also weiter, Kessel. Alles gut, mach mal weiter. Okay. Ich würde erstmal sagen, ich mach hier weiter. Ja. Ich sag auch noch nicht, wo ich ihn hab. Das wirst du von der Laudatio hören. Big Boy Tar. Er ist in seinem Boss-Modus wieder angekommen. Passquote ist er Platz 3. Zweikampfquote Platz 2. Absoluter Beast-Mode. Luftkampf Platz 3. Also absolute, eigentlich schon Legenden-Stats. Tacklings 75%. Der klärt dir alles weg. Und er setzt jedes Spiel auch ein aufs Gehäuse. Auch das ist geil. Köpft einen rein gegen den Volkswagen. Und da frage ich, was sagt heute mein Beifahrer? Ich habe hier alle Kameras jetzt auf dich gerichtet. Ich sag Tesla-Tar to the top? Fragezeichen. Er ist für mich, wenn wir nur rein defensiv gehen, ist er für mich der Boss. Ich habe ihn aber bei Weltklasse. Same. Ja, ich hab Jonathan Tar auch bei der Weltklasse, ja, nur. Mir fehlt ein Spieler, da müssen wir gleich drüber reden, wenn wir das hier final gerankt haben, weil ein Spieler hast du gar nicht, okay, mit drin, der gehört für mich aber auch mit rein. Das alles ist ein bisschen, aha, durcheinander geflogen. Nee, gar nicht heute. Nee, überhaupt nicht. ich sage jetzt mal den letzten Spieler, der für mich dann auch bei Legende gelandet ist, Alejandro Grimaldo. Ja, der ist doch auch meine Legende. Ich finde sogar Grimaldo underperformed. Also ich finde, da kann noch so viel mehr kommen, aber der ist halt trotzdem unfassbar konstant bisher, obwohl er underperformed. Wahnsinn. Der hat einfach so ein krass hohes Grundlevel. Für mich mal bei Tar auch einfach so ein bisschen der Saisonstart mit Wechselgerüchten und Pipapo, aber er ist dann halt einfach, wie du sagst, voll reingekommen, war der absolute Chef bei der Mannschaft und dementsprechend für mich Tar auch in Weltklasse mit drin und Grimaldo ist bei mir auch am Ende die Legende geworden. Ja. Hab's genauso. Ich hab noch bei Grimaldo, eigentlich bei jedem Standard hast du eigentlich schon den Torschrei auf den Lippen, also weiß ich nicht, wie es dir geht. Dann hat er die meisten Torvorlagen als Abwehrmann mit 17, also er gibt dir so über krank 3 im Schnitt, das ist völlig irre. Das ist eine absolute Kickbase-Maschine, habe ich mir angeguckt, 200 Punkte mehr als der Zweitplatzierte. Könnte defensiv noch zulegen, aber das ist ja gar nicht seine Rolle. Seine Rolle ist ja, offensiv zu zaubern und das siehst du auch auf der Heatmap, da hat er schon seine gelb-rote Wolke, auch da gerade so im Offensiv-Premium-Class-Bereich, also Touches, gegnerische, also wenn wir FB Ref, wollen wir gar nicht zitieren, da ist er überall, hat er da die 99 voll geklatscht, also ich glaube, Grimaldo, absolute Legende und du hattest ihn, wenn ich es richtig erinnere, auch mit Paul in deiner, ihr habt mal die Big Boys alle gerankt vor der Saison. Immer machen jedes Jahr am Anfang der Saison eine große Tierlist, die geht auch immer eine Stunde. Exakt, ja. Exakt, exakt. Und da hattet ihr auch gesagt, dass er war da, glaube ich, so in der dritten Tier oder in der zweiten, aber war nicht auf der ersten Tier. Genau. Und ich finde, rein von Momentum, was wir heute ja auch bewerten, er zeigt schon an, er will eigentlich wieder das bestätigen. Und er will eigentlich auch wieder in die höchste Tier. Und deswegen finde ich, unser Legendenmann Grimaldo, absolut verdient auf der 1. Yes. Wir haben quasi gesagt, wir glauben, da wird ein kleiner, in Anführungszeichen, Downfall stattfinden, weil das letztes Jahr einfach so vollkommen Banane war, dass du als LAV oder als Wingback über 20 Scorer machst, das ist halt so krank gewesen. Wir haben gesagt, ein kleiner Downfall, aber er wird trotzdem seine 15 Scorer machen und immer noch ein überkrasser Spieler sein, genau. So, pass auf, Kessim. Beste Grüße absolut an Kessim. Absolut valider Call, ne? No? Absolut valider Call von euch da. Also ich wollte auch nichts gegen sagen. Nee, deswegen. Okay. Ja, habe ich auch so wahrgenommen. Wir haben Maxi Mittelstädt nicht drin und ich will Maxi Mittelstädt hier drin haben. Mindestens in Elite. Stimmt, den haben wir komplett. Ja. Ich habe mir den auch. Pass auf, bei mir war das am Ende auch hier von der Planung sehr wild. Ich habe am Ende, meine Weltklasse waren Tar, Mittelstädt und Upamecano. Da das aber jetzt, also ich konnte dann jetzt logischerweise nicht in den Call rein oder jetzt in den Take reingehen, ja, ich will hier Mittelstädt drin haben und Tar fliegt raus, das funktioniert ja nicht. Deswegen habe ich Mittelfeld gescratcht. Aber ich brauche den hier drinne und ich muss den irgendwie in Elite drinne haben, mindestens. Ja. Fun Fact, ich habe Mittelstädt auch in Elite. Ja.
Da müssen wir ihn auch irgendwie reinbekommen. Ja gut, dann ist halt nur die Frage, für wen. Also wir hatten Late, jetzt Smeet, Chabot, Late Chabot. Und Kim war noch drin, gell? Genau. Mhm. Ja komm, schmeiß mal Kim raus. Spaß, chill, Kessim, ganz ruhig. wir können von mir aus, wir können Smeet einen runterziehen. Den wolltest du eh bei den Keyplayern haben. Ja, genau. Mhm. Dafür schmeißen wir dann, finde ich, Lükeber raus und packen dafür dann Mittelstädt in Lilith rein. Ist für mich valide. Willst du noch kurz was zu Mittelstädt sagen? Dann gebühren dir die letzten Schwabenworte für den Left-Winger. Yes, ich bin heute nach Vibe gegangen. Also heute, ich fand Statistiken cool. Kannst du halt schlecht vergleichen, weil du halt, es sind Welten zwischen einem Wingback und einem Innenverteidiger. Du kannst jetzt nicht irgendwie offensive Anteile, zum Beispiel Mitch Weiser. Weiser wird statistisch nicht rausstechen, aber der macht so einen geilen Job dabei, Bremen. Wenn du das mit einem Tar verteidigst oder einem Kim, die statistisch dann total rausbrechen, ist schwer vergleichbar. Deswegen bin ich da nicht jetzt nach Statistik gegangen, aber ich finde, Mittelstädt hatte einen sehr harten Saisonstart, ist da am Anfang gar nicht angekommen, hat sich aber jetzt von Spiel zu Spiel entwickelt und war die letzten drei, wenn man die Champions League mit reinnimmt, vier Spiele wirklich sehr gut. Die letzten drei Spiele in der Bundesliga fand ich ihn bockstark und deswegen, der muss für mich hier mindestens, wie gesagt, in die Elite mit rein. Ist ein geiler Spieler. Perfekt. Und ich glaube, damit haben wir die Pyramide. Geil. Wir haben bis zum Schluss einige Spots hier offen gelassen. Und dann haben wir sie vervollständigt. Wie gesagt, viel Spaß beim Editieren, das wird vogelwild. Ja, danke schön. Ist eine absolute Banger-Folge geworden. Ich guck mal hier auf den Timer. 41 Minuten, mein Lieber. Also, holla die Waldfee. Sind, glaube ich, einige Verteidiger auch für euch da draußen dabei gewesen. Schreibt uns mal in die Kommentare, wo ihr Minjae Kim seht. Das interessiert mich dann jetzt doch sehr. Und vielleicht haben wir einen Verteidiger vergessen. Auch das ist möglich. Und dann Tobi. Sag ich vielen Dank. Hat mir wieder sehr viel Freude bereitet. Warte, wir müssen noch unsere Spieler ganz schnell picken. Da musst du leider noch eine Minute ran, mein Bester. Das ist ganz wichtig. Sehr gut. Dann fang gern mal an. Lowest Tier würde ich dann. Ich habe jetzt hier so viel hin und her durchgestrichen. Ich weiß gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Wen haben wir jetzt eben runtergezogen? Ich nehme Erik Smeet, wenn wir den runtergezogen haben. Ja, weißt du was? Den nehme ich auch, weil der hat hier schon eingekreist hier. Das ist mein Zweikampfmonster from your FC St. Pauli. Yes, nice. Elite? Elite gehe ich dann mit. Wen haben wir noch gehabt? Wen haben wir runtergezogen? Ich gehe mit Jogo Leitch. Der macht einen geilen Eindruck. Fällt mir. Finde ich nice. Ich finde, weil ich die Story auch so geil finde und weil ich glaube, dass Rieder, ich glaube, Top 3 Standardschützen, dennoch einen auf ihn servieren wird. Das ist der Türsteher Chabot. Geil. Nicht einfach geil. Obwohl, nee, warte mal, wir haben Minjae haben wir jetzt hier drin, ne? Ja, dann musst du auch den Minjae picken. Ja, muss ich Minjae, sonst kriege ich hier südkoreanische Cravings. Vier auf Missing Ich bin auch durcheinander. Genau. Wir haben jetzt ja Mittelstädten-Elite, gell? Mittelstädt ist Elite. Ja, dann nehme ich den, dann ist das mein Pick und nicht Jogo Leitch. Geil, kann ich wieder editieren. Danke, super. Nochmal den Effekt drüber. Gut, Mittelstädt, ja. Tobi-Spieler. Alles klar, Weltklasse. Überleg nochmal kurz fünf Sekunden. Nein, Big Dayo. Okay, Big Dayo, auch ein spannender Name. Habe ich so auch noch nicht gehört. Super, ich nehme natürlich Jonathan Tah. Yes, sir. Zwei Büffel. Alles andere wäre Quatsch. Absolut. Und Legende ist Legende. Damit sind wir durch. Und damit verabschiede ich auch die Legende. Und Tobi hat mir wieder sehr viel Spaß bereitet. Ich packe wieder natürlich alle Kanäle, wenn ihr noch mehr von Tobi sehen wollt. Ich packe sie natürlich wieder in die Shownotes. Vielen Dank. Und dann, Tobi, gebührt dir, das ist nicht analog zu deinem Fernschuss-Podcast, aber dir gebührt heute mal das letzte Wort. Das ist ganz komisch, wenn ich die abschließenden Worte habe. Nee, ich bedanke mich für das dabei sein. Ich hoffe, es war nicht das letzte Video. Ich fühle mich hier sehr wohl. Also ich habe da schon meinen kleinen Platz auf deinem Kanal eingerichtet und liege hier mit Decke und Kissen und bin richtig happy, da Woche für Woche dabei zu sein. Wir hoffen, es war nicht zu kurios und zu wild und zu viel hin und her. War halt echt schwierig, dieses Mal mit dem Playerpool das Ganze zu vergleichen. Aber wir hoffen natürlich, dass das Ganze euch Spaß gemacht hat. Und ich freue mich auf die weiteren Episoden, Kesse. Richtig nice. Abschiedsworte. Ihr dürft in den Kommentaren entscheiden, welche Position wir als nächstes machen. Und dann bist du auch wieder dabei, Tobi. Deck dich jetzt nochmal zu und dann brauche ich dich nächsten Dienstag wieder fresh am Start. Sehr cool. Und damit sage ich liebe Grüße an dich und hat mir wieder Spaß gemacht. Wir hören uns. Ciao, mein Bester. Bis dann. Ciao, ciao. Das war sie, die Abwehr Premium Edition für alle was dabei. Und gestern hatten wir die Gewinner des Spieltags, die blende ich euch hier ein. Und damit wünsche ich euch weiterhin eine schicke Woche und sage Tschüss.